2:1, auch bei Rossbacher Naturell, ohne Kohlensäure. Rossbacher, 2:1 für deinen Körper. Ganz klar ein Elfer. Viel Spaß bei der Sportschau mit Krombacher. Viel Spaß mit der Sportschau, präsentiert von den 100% elektrischen Renault ZE-Modellen. Die Bundesliga in den letzten noch möglichen Transferstunden im absoluten Kaufrausch. Es ist eigentlich wie jedes Jahr. Auf den letzten Metern haben fast alle doch noch ihr Portemonnaie erleichtert, insbesondere der FC Bayern. Mit dem Rekordtransfer von 40 Millionen Euro für den spanischen Mittelfeldspieler Martinez. Es waren dann doch ein paar Euro mehr. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei uns hier bei der Sportschau. Wir können jetzt genüsslich darüber debattieren, was bringt das eigentlich so auf den letzten Metern, was bringt das wirtschaftlich, was bringt das sportlich, sich Spieler noch schnell einkaufen zu gehen. Also die Engländer nennen das Frantic Friday, das ist ein schöner Begriff, der Verrückte, dieser rasende Freitag. Und wir werden das jetzt mal ein bisschen sortieren, das macht Holger Sauer für uns. Der hat sich den Grabbeltisch beim Sommerschlussverkauf noch mal genau angeguckt. Eigentlich hatten wir diese Bilder schon längst vergessen. Doch plötzlich ist er wieder da, der Sommerschlussverkauf. Über 230 Millionen Euro investierten die Bundesligisten bis zur letzten Minute in neue Spieler. Ein einmaliger Rekord. Euro-Krise, schwächelnde Wirtschaftsaussichten, alles Quatsch. Den Last-Minute-Vogel schossen eindeutig die Bayern ab. 40 Millionen Euro für wohlgemerkt einen Fußballer. Javi Martinez, spanischer Nationalspieler, 23 Jahre alt, defensives Mittelfeld. Ein Spieler, teurer als so mancher Gesamtetat der Liga-Konkurrenz. Aufgefallen ist er bisher als Unterhosenmodel. Ich freue mich, bei FC Bayern zu sein. Die Art und Weise, wie er spielt, aber auch sein Wesen, die ganze Art und Weise, das wird uns sehr, sehr gut tun. Solche Luxusakteure hätte Thorsten Fink beim Hamburger SV auch gerne. Schlecht gespielt, kein Erfolg, Panik vor dem Absturz. Da kauft man halt noch schnell mal ein. Zum Beispiel den tschechischen Nationalspieler Petr Jiracek vom Ligakonkurrenten Wolfsburg. 4 Millionen Euro geschenkt. Doch gestern, kurz vor Ladenschluss, der Hammer. Raphael van der Vaart kehrt zum HSV zurück, Ablöse 13 Millionen Euro. Qualität hat halt seinen Preis. Ja, wir haben da auch immer angeglaubt, dass es diese Sommer passieren sollte. Schnell zugeschlagen haben auch noch mal die Schalker. Der niederländische Stürmer Ibrahim Afellay kommt auf Leihbasis vom FC Barcelona. Mit denen war der 26-Jährige bereits Champions-League-Sieger. Kaufen war aber doch zu teuer. 100 Millionen Euro wollten die Spanier haben, also bitte bei aller Liebe. Das ist bei einem Transfer jetzt auch kein Wunschkonzert. Es war jetzt nicht so zur Auswahl, sagen, also Afellay oder Messi, sondern Afellay war auf dem Markt und das ist ein Weltklasse-Spieler und da haben wir zugegriffen. Jetzt ist er wieder vorbei, der Schlussverkauf. Alle scheinen zufrieden. Zunächst, denn wie heißt es so schön, Geld alleine macht nicht glücklich. Noch ein kurzes Wort zu Raphael van der Vaart. Angesichts der sportlichen Misere haben Sie sich in Hamburg dann doch entschieden, noch mal über Ihren Schatten zu springen, haben viel Geld ausgegeben. Nur gespielt heute gegen Bremen hat er nicht. Er saß noch auf der Tribüne. Es lag noch keine Spielgenehmigung vor für Raphael van der Vaart. Der zweite Spieltag der Jubiläumssaison. Noch sind die Stimmungen nicht ganz klar und entschieden. Die Party ist eröffnet. Die Liga zwischen Rausch- und Katerstimmung. Stammgäste der guten Laune. Dortmund und sein neues Traumpaar. Der Meister zeigt sich gleich von seiner guten Seite. Furios und neu auf dem Parkett Frankfurt. Zu Beginn 3 Punkte in der Kür. Hamburg in der Pflicht. Der HSV, nervös, hektisch, angespannt. Im Training hart, aber in harter Arbeit ist immer das Beste. Hamburgs Härtetest heute im Derby gegen Bremen. Party- und Katerstimmung in der ersten Liga. Und in der zweiten Liga. Das Team der Stunde, der Tabellenführer bei bester Laune. Braunschweig ganz oben. St. Pauli weit unten. Ohne Sieg, ohne Klasse, weit hinter den Erwartungen.
Wie Rostock in der dritten Liga. Der Absteiger tritt weiter auf der Stelle. Party und Katerstimmung. Jetzt in der Sportschau. Und unser erstes Spiel heute, Hansa Rostock gegen WN Wiesbaden. Es ist ein seltsames Auf und Ab bei Hansa Rostock. Vor etwas mehr als einem Jahr haben sie den Aufstieg in die zweite Liga gefeiert, damals mit ihrem Trainer Peter Vollmann. Aber nach nur einem Sieg in der folgenden Hinrunde musste Vollmann dann wieder den Hut nehmen. Und der Nachfolger, sein Nachfolger Wolfgang Wolf, konnte es auch nicht besser machen. Also Rostock ging zurück in die dritte Liga und der Wiederaufstieg ist natürlich jetzt das ganz, ganz wichtige Projekt. Aber aus den ersten 7 Spielen haben sie nur 8 Punkte geholt. Alles ist noch nicht so wohl geordnet und Hansa Rostock könnte heute noch ein bisschen weiter absacken. Und da kommt der Erfolgstrainer von damals, Peter Vollmann, nämlich heute zurück. Patrick Hallatsch berichtet. Genau so ist es, und zwar dann, wenn die Gäste heute punktemäßig was mitnehmen aus Rostock. Dann könnte ausgerechnet Peter Vollmann dafür sorgen, dass sein Nachfolger Wolfgang Wolf den Job verliert. Ein für beide Trainer bitterer Beigeschmack in dieser Partie. Hansa in Blau-Weiß, hypernervöse Anfangsphase, keine Torraumszenen, dafür One-Touch-Fußball der besonderen Art. Denn keins der beiden Teams schafft es, den Ball länger als eine Station zu behalten. Seit 6 Spielen ist das Team von Vollmann sieglos. Man ahnt warum. Dann nach einer Viertelstunde der erste gute Angriff über Minzel. In der Mitte Strohengel. Der Stürmer kam aus Babelsberg. Die Rostocker sind als 13. so schlecht wie nie zuvor platziert in der Tabelle der dritten Liga. Die Verkrampfung, die Verunsicherung bis auf die Tribüne zu spüren. Das hier tatsächlich die beste Szene der ersten Hälfte. Die Ohnmacht eines Trainers, Wolfgang Wolf. Beide Teams ja tabellarisch auf Augenhöhe, die allerdings ist spielerisch nur ganz knapp oberhalb der Grasnarbe. Dann wieder WN Wiesbaden, Janjic, Müller. Gute Aktion von beiden. Die Gäste legen so langsam die Verkrampfung ab. Denn die spüren hier und heute in Rostock, da ist was drin, vielleicht sogar der erste Auswärtssieg. Minzel schickt Giyasi, Markus dazwischen und es gibt Strafstoß. Auch wenn er es nicht wahrhaben will, aber Fakt ist, Markus geht viel zu ungestüm hin. Statt den Gegner zu stellen, trifft er ihn am Bein. Typischer Fall von kann man geben, muss man nicht. Janjic gegen Müller, 1-0 für WN Wiesbaden. Und die Führung, die ist verdient, mittlerweile 5. Saisontreffer für den Stürmer. Rostock nach dem Rückstand wie schockgestarrt. Erst ging wenig, jetzt geht nichts. Und die Gäste mit allem Platz dieser Fußballwelt, Janjic. Es bleibt beim 0-1 zur Pause aus Rostocker Sicht. Und die Fans stinksauer. Und auch der Clubboss Bernd Hoffmann, der sucht eigentlich einen neuen Sportdirektor. Womöglich auch bald einen neuen Trainer. Zweite Hälfte, Rostock jetzt immerhin mit anderer Körpersprache, mit Zug zum Tor. Gefahr noch nicht vorbei, das ist Blum. Versucht's mal aus gut und gerne, 30 Metern. Gurski bis dahin völlig beschäftigungslos. Knappe Stunde vorbei, Hansa jetzt druckvoller, aggressiver. Die haben noch kein Heimspiel verloren, dabei soll's bleiben. Wunderbarer Pass auf Haas, Gurski, Platt. Weiter 0-1. Leonard Haas, der Neuzugang, kam aus Ingolstadt, der beinahe hier seinen ersten Treffer erzielt. 20 Minuten noch, alles anders in Hälfte 2. Wiesbaden passiv, Rostock plötzlich mit einem Plan. Jordanov kurz zuvor eingewechselt, Platt, Tor für Hansa, der Ausgleich. Und der ist verdient. 4. Saisontreffer für den Niederländer, der am häufigsten trifft für Hansa, aber trotzdem keinen Stammplatz hat. Glück für ihn, dass der Pfosten mitspielt. Aber das 1-1 zu wenig für die Aufstiegsansprüche. Ein Sieg muss her, egal wie. Das ist Weiland, der versucht es nochmal. Gurski mit Problemen, aber keiner da, der den Abpraller verwehrt. Am Ende bleibt es beim 1-1 in einer ganz, ganz schwachen Drittligapartie. Die Tabelle, sie lügt nicht.
Und für den stark in der Kritik stehenden Wolfgang Wolf könnte es das letzte Spiel für Hansa gewesen sein. Das interessiert mich nicht. Das müssen andere entscheiden. Ich bin schon so lange im Geschäft, ich habe schon viel erlebt. Aber was hier los ist im Verein, das schlägt schon den Fass im Boden auf. Mir tut es immer leid, wenn es passiert. Ich versuche das immer auszublenden. Aber ich wünsche trotzdem meinem Kollegen alles Gute, natürlich. Morgen früh wollen die Clubbosse über die Zukunft von Wolfgang Wolf entscheiden. Die Wege scheinen sich zu trennen. Es ist schon schwer, als Trainer bei Hansa Rostock wirklich richtig anzukommen. Das ist Wolfgang Wolf bislang nicht gelungen. Unser nächstes Spiel ist Chemnitz gegen Halle. Da ist mit großen taktischen Spielchen nicht zu rechnen. Die beiden Trainer, Gerd Schelich und Sven Köhler, kennen sich sehr gut, sind in tiefer Freundschaft miteinander verbunden. Gedankenaustausch oder jeden Donnerstag wird sich getroffen zum Skatkloppen. Da waren sicherlich mehr Trümpfe im Blatt als am letzten Spieltag. Chemnitz verlor ja in Heidenheim mit 2:3 und Halle zu Hause gegen Preußen Münster mit 0:2. Und Gerd Schelich, hier sehen wir ihn, der Trainer der Chemnitzer. Er hat am Donnerstag nicht gewonnen im Skat. Und wenn die Statistik nicht lügt, Aykerlei, hat er auch schon lange nicht mehr gewonnen gegen seinen Freund Sven Köhler. HFC-Trainer Sven Köhler links hat bei seinem Skat-Kumpel Schädlich, hallo, hallo, dreimal gespielt und dreimal gepunktet. Caro Einfach, das wusste der CFC-Trainer, wird das heute nicht. Der HFC in Rot. Sie sind stark in der Defensive, aber vorn schwach, noch ohne Stürmertor. Das ist Angelo Haug, einer der Angreifer. Es bleibt erst mal so in der 17. Minute. Haug verzieht, aber dass er überhaupt aufs Tor schießen durfte, das ärgert Gerd Schädlich schon mal. Sein Team, der Chemnitzer FC mit Josep Landeger, kam aus Jena. Ein Linksfuß, ein Könner beim Freistoß. Horvath ist dran. Der Torschrei schon auf den Chemnitzer Lippen. Darko Horvath drin im Tor. War es auch der Ball? Landeger sagt, na klar, na klar. Schiedsrichter Bastian Dankert sagt, nein, nein. Und er hatte recht. Der Ball vor der Linie. Anschließend rettet Wagefeld vor seinem alten Dresdner Kumpel Mike Kegel. Im Gegensatz zu Schädlich kann man in Köhlers Gesicht nichts lesen. Der könnte es auch mal mit dem Pokerspiel versuchen. Der CFC ist ein Jahr eher in die dritte Liga aufgestiegen als der HFC, galt somit als leichter Favorit. Hier verlieren die Himmelblauen den Ball. Halle mit Mast. Und vorn spielt Nils Pichino vor Philipp Penke. Vorbei. 45. Minute. Der Linksverteidiger des Chemnitzer FC Birk und vorn drin spielt Fink. 4 Saisontore schon. Noch hatte keiner der Skatbrüder das bessere Blatt. Zweite Hälfte, wieder Landeker, der Linksfuß. Und was war das denn? Hand, tatsächlich Elfmeter. Marco Hartmann geht, er weiß vermutlich selbst nicht warum, mit der Hand zum Ball. Horvath, ein Elfmeter-Killer gegen Anton Fink. 1:0 Chemnitz. Er kam im letzten Winter, Anton Fink traf 10-mal, jetzt schon wieder 5 Tore. Der kann's einfach. Gerd Schädlich zieht mit Fink seinen ersten Trumpf gegen Köhler. Und jetzt sollte es doch Routine sein, das Blatt nach unten zu spielen. Chemnitz mit Josep Landeker im Strafraum. Außennetz. Landeker zuletzt 2-mal Torschütze hier zu Hause. Chemnitz jetzt mit allem Platz der Welt. Schlosser auf Anton Fink und der Fink. Er hebt den Blick, er hat Übersicht und er sieht Mike Kegel. Muaya rettet und Schädlich ist ganz gram. 87. Minute, nochmal Halle. Der eingewechselte Schaller steht da zum Freistoß bereit. Aber es schießt Wagefeld. Das 1:1, sein drittes Saisontor. Alle in Rot-Weiß können ihr Glück kaum fassen. Kaum Torszenen durch den HFC, dennoch 1:1. Philipp Penke im Tor, der war nicht unhaltbar, auch wenn er den Ball sehr spät sieht.
Sven Köhler. Sieht so aus, als wäre es ihm peinlich vor dem alten Skatkumpel. Und der würde sich wohl am liebsten reinbeißen in seine linke Hand. Anstoß Chemnitzer FC. Sofort Attacke. Sie wollten den Sieg noch. Gerd Schädlich hatte David Jansen aus Oberhausen zurückgeholt. Und in dieser Saison war er immer als Joker gekommen. Jansen! Mit dem Knaller an die Latte. Das war's dann auch. Chemnitz gegen Halle 1:1. Gerd Schädlich war extrem angefressen mit dem Unentschieden. Zum vierten Mal nicht gewonnen gegen Sven Köhlers HFC. Der Skatkumpel hatte am Ende das Kartenglück auf seiner Seite. Tja, Halle ist auswärts wirklich bärenstark. Viertes Auswärtsspiel in dieser Saison, bisher immer noch ungeschlagen. Wir haben noch ein Spiel aus der dritten Liga. Unterhaching gegen Arminia Bielefeld. Es war im letzten Jahr zunächst eine Saison des Grauens. Die ersten 10 Spiele alle nicht gewonnen, vorletzter Tabellenplatz. Und dann wurde der Trainer kurz gewechselt, der Co-Trainer wurde zum Chef gemacht, Stefan Krämer. Und dann ging es auf einmal und der freie Fall in die vierte Liga war gestoppt. Der Lockenkopf hat es irgendwie wieder hingekriegt. Und in dieser Saison weiß er ganz genau, wie es geht. Arminia Bielefeld ist ungeschlagen, steht da vorne an der Tabellenspitze. Und Arminia Bielefeld hat plötzlich einen Stürmer, der richtig weiß, wie man Tore schießt. Nur an Unterhaching, Nick Golücke, da denkt er nicht so gern zurück. Denn vor 5 Monaten gab es für Fabian Klos und seine Arminia hier ein ganz schmerzhaftes 0:5. Und Klos flog auch noch vom Platz. Düstere Vergangenheit, die Gegenwart macht auch dank seiner 6 Tore Spaß. Beste Laune, trotz Sprühregen und nasskalten 11 Grad. Haching in Rot nach 2 Niederlagen um schnelle Wiedergutmachung bemüht. Das ist Florian Niederlechner und er wird richtig unangenehm. Platins erster kleiner Wackler nach gerade mal 2 Minuten. Sehr gute Arbeit leistet bislang die Doppelspitze auf der Hachinger Bank. Klaus Schrumm und Manuel Baum, ihr Team jung, hungrig, fußballerisch, sehr gut ausgebildet. Mit frühem Pressing und ganz schnell im Spiel in die Spitze. Und wieder lauert Niederlechner. Platins diesmal ganz reaktionsschnell. So manchen Punkt hat Arminias Nummer 1 in den letzten Wochen gerettet. Klasse aber auch von Niederlechner. Der Stürmer in die Mannschaft gerückt, weil Sascha Bigalke auf den letzten Drücker nach Köln gewechselt ist. Das klamme Haching braucht dringend Geld. Präsident Manfred Schwabel, wie das tapfere Schneiderlein, ein Finanzloch nach dem anderen muss er stopfen. Kein Geld, keine Träume, welch ein Unterschied zu Arminia. Der Traum vom Aufstieg lebt vital. Die kleinen Erfolgserlebnisse heute lassen aber noch auf sich warten. Jetzt mal viel Platz für Testrot, weil Schwabel ihn gewähren lässt. Und er sucht und findet Fabian Klos. Gute Viertelstunde vorbei, da zeigt er seine Stärke, auch in der Luft. Odak und Yilmaz können ihn nicht hindern. 6 Tore, 2 Vorlagen, diese Quote bescherte Arminia schon 13 der 17 Punkte. Es hat sich bislang bewährt, dass Stefan Krämer kein großes Lifting am Gesicht der Mannschaft gemacht hat. Die Automatismen sitzen. Heute aber wird der Tabellenführer richtig gefordert. Haching lauert und dann geht's ganz schnell. Roacker, 1:0. Drittes Saisontor für den Ex-Sandhauser. Nur auf der Hachinger Bank plötzlich dicke Luft. Warum bloß? Denn dieses Tor war allererste Sahne. Wie am Schnürchen läuft der Ball. Die Arminia dagegen wie festgetackert. Fußball spielen, das kann sie, die junge Spielvereinigung, wenn man sie so gewähren lässt. Wie antwortet jetzt die Arminia? Gar nicht erstmal, denn sie kann weiter nur reagieren. Nervöses Aufbauspiel. Und Haching nutzt diese Fehler. Und wie? Welsmüller völlig frei. Und jetzt klappt alles. 2:0. Und siehe da, jetzt können sogar sie auch mal lachen. Zu Recht. Bielefelds Abwehr dagegen. Eigentlich ist sie doch so sicher wie die Bank von England. Heute steht sie völlig neben sich. Und auch Platins sieht hier überhaupt nicht gut aus. Ein völlig neues Gefühl zur Pause für die Arminia. Lange Gesichter nach 7 Pflichtspielsiegen in Folge. Ein dickes Päckchen für die zweiten 45 Minuten.
Zweite Halbzeit. Bielefeld tatsächlich bemüht um den schnellen Anschluss. Über den eingewechselten Gerard. Salger, Klos, hat viel Platz. Zu viel Platz. 1:2, kurz und trocken. So ist er eben, der Fabian Klos. Der braucht nicht viele Chancen, erst recht nicht, wenn es ihm so leicht gemacht wird. Hachingsdrum nur mit Sicherheitsabstand. Riedere im Tor, aber absolut chancenlos. 1:2, die Arminia wieder dick im Geschäft. Eckball, Salger, die Standards, eine Bielefelder Stärke. Abja, 2:2. Und jetzt schauen Sie in diese Gesichter. Plötzlich eine ganz andere Körpersprache. Eine Halbzeit lang nichts zu sehen und an diese Wende. Marcel Abja völlig allein gelassen. Klos irritiert den Verteidiger. Wieder und wieder haben die Hachinger diese Standardsituationen trainiert. Umsonst. Stefan Krämer, kurzärmlich bei 11 Grad, der braucht keinen Pulli. Der hat immer Höchsttemperatur. Erst recht jetzt. Bielefeld mit mächtig Rückenwind. Jeseljut eingewechselt, wuselt sich durch und dann ein Aufschrei. Nur er bleibt ganz ruhig. Schiedsrichter Göpferich, kein Elfer, sagt er. Wir schauen noch mal nach. Alles okay, bis gleich Rohracker dazukommt. Und dafür hat es durchaus schon Elfmeter gegeben. Glück für Haching. 80. Minute, Dienstende für Fabian Klos. Tor geschossen, Aufgabe erfüllt, wie immer. Die Schlussphase eingeläutet. Und Arminia spielt weiter auf Sieg. Jetzt vorne mit dem eingewechselten Ajimang. Seine erste Szene, gleich gefährlich. Durchatmen auf der Hachinger Bank. Beide wollen hier den Sieg. Keiner mauert. Auch die Spielvereinigung probiert es nochmal. Über die Eingewechselten, über Vogelsammer, über Fischer, völlig frei. Und das lässt er sich nicht entgehen, 3:2. Was für ein Spiel. Manuel Fischer, der Held eines denkwürdigen Nachmittags. Einmal entwischt, einmal in den Rücken der Abwehr geschlichen, 3:2. Wenn es 2:2 ausfällt, steht, gibt es zwei Möglichkeiten. Du bleibst hinten und bist mit dem Punkt zufrieden oder du sagst den Jungs, volle Kanne aufs 3:2. Das ist unsere Mentalität. Dass du dann auch mal ausgekontert wirst, ist einkalkuliert. Krämer lebt mit viel Herz vor, was er verlangt. Da ist sogar eine Niederlage erst recht gegen diese sympathischen Hachinger mal locker zu verschmerzen. Die Spielvereinigung Unterhaching, kein Trikotsponsor auf der Brust, aber ein großes Herz darunter. Hier sind die Resultate des heutigen Spieltags auf einen Blick. Unterhaching gegen Bielefeld 3:2, Chemnitz gegen Halle 1:1, Rostock gegen Wien 1:1 und dann Stuttgarter Kickers schlägt Aachen 3:1, Erfurt gegen Dortmund 5:0, Offenbach gegen Burghausen 1:0, Babelsberg schlägt Osnabrück, siehe da, 1:0, Münster gegen Stuttgart 0:0 und die anderen beiden Begegnungen, die gibt es morgen. Der Blick auf die Tabelle. Bielefeld konnte die Tabellenspitze verteidigen, weil der VfL Osnabrück in Babelsberg natürlich verloren hat. Auch Unterhaching jetzt auf Platz 3 hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter aus Ostwestfalen. Und wir gucken mal auf Platz 7. Da steht Halle, starker Aufsteiger, auswärts bärenstark. Und Chemnitz bleibt erstmal 9. Die zweite Hälfte, die zweite Seite der Tabelle. Platz 13 Rostock, die bleiben weiter da unten drin. Und Wien Wiesbaden, die wir heute gesehen haben, sogar noch einen Punkt weniger als Hansa auf dem Konto, belegt nach wie vor den 15. Rang. Bevor wir uns jetzt gleich mit der zweiten Liga beschäftigen, hier sind unsere Vorschläge für das Tor des Monats August. Tor des Monats August. Wählen Sie noch bis zum 15. September, 19 Uhr, Ihren Favoriten. Die Enziffer 1 für Mohamed Abdellaoui, Hannover 96. Die 2 für Karim Bellarabi, Bayer Leverkusen. Die 3 für Tobias Levels, Fortuna Düsseldorf. Die 4 für Regis Dorn, SV Sandhausen. Oder die 5 für Harald Fleischer,
Spielvereinigung Bayern Hof. Stimmen Sie für Ihren Favoriten 01371 36 900 plus Endziffer oder online unter sportschau.de. Entscheiden Sie jetzt. Wählen Sie Ihr Tor des Monats und werden Sie der glückliche Gewinner eines Dacia Logi. Der Van, der mit spielerischer Leichtigkeit, einem effizienten Antrieb und seiner wahren Größe Ihre Familie überzeugt. Der Dacia Logi, der Van mit außerordentlichen Platzverhältnissen. Tor des Monats. Der Elfer passt. Gleich geht's spannend weiter mit der Sportschau und Krombacher. Gleich geht's weiter mit der Sportschau, präsentiert von den 100% elektrischen Renault ZE-Modellen. Westfalia präsentiert uns Uwe. Moin Uwe. Moin Moin. Und Uwe, Tipp für Samstag? 1:0 und endlich das richtige Werkzeug. Nicht nur im Fußball weiß uns Uwe, wo der Hammer hängt. Westfalia, endlich das richtige Werkzeug. Westfalia.de. Mit einer Tempur-Matratze finden Sie Ihre ideale Schlafposition. Sie bietet Ihnen perfekten Druckausgleich und gibt Ihnen so ein Gefühl von völliger Schwerelosigkeit. Und schenkt Ihnen den besten Schlaf, den Sie je hatten. Besuchen Sie Tempur.com. Michael Schumacher setzt auf Rossbacher Mineralwasser mit Calcium und Magnesium im Idealverhältnis 2:1. Auch bei Rossbacher Naturell, ohne Kohlensäure. Rossbacher, 2:1 für deinen Körper. Wahnsinn. Alles ehemalige Mitarbeiter von meinem Vater. Mein Vater, der hat im Allianzzentrum für Technik als Unfallforscher gearbeitet für die Sicherheit. Unser Spezialist für Kindersitze. Der hat mitgeholfen, die richtigen Positionen vom Gurt festzulegen. Der hat den Verkehrsminister überzeugt. Und so sind wir zur Gurtpflicht gekommen. Ich meine, der hat mitgeholfen, dass auch Haustiere sicher im Auto fahren können. Es ist schon ein schönes Gefühl, zu wissen, dass die Allianz für mich da sein möchte, bevor was passiert. Hoffentlich Allianz versichert. Entdecken Sie eine faszinierende Welt über das Hochleistungskabel von Unity Media. Erleben Sie Internet bis zu 3-mal so schnell wie DSL. Mit unglaublichen 150 Megabit pro Sekunde. Jetzt einsteigen. Holen Sie sich 2 Play Plus 50 für nur 25 Euro im Monat. Surfen Sie mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde und telefonieren Sie per Flatrate ins gesamte deutsche Festnetz. Wechseln Sie jetzt und sichern Sie sich 6 Gratismonate. Unity Media. Und plötzlich ist alles so viel besser. Wenn schon grau, dann Powergrau. Alpecin Powergrau Shampoo lässt graues Haar besser aussehen und schützt sie vor Haarausfall. Neu Alpecin Powergrau Shampoo. Renault hat mich gefragt, ob ich Werbung für Elektroautos mache. Dabei mache ich das schon. Renault ZE steht für Zero Emission. Auf Deutsch null Emissionen, Frau Schlauberger. Als wenn du wüsstest, was das heißt. Kein Benzin, kein CO2, 100% elektrisch fahren. Ganz schön gescheit, der Winterscheid. Ich bin ein Elektrostarter. Ich auch. Mit den Renault ZE Elektroautos. Renault. Drive the change. Muss aus dem Eckigen. Viel Spaß bei der Bundesliga im Ersten mit Krombacher.
Jetzt geht's weiter mit der Sportschau. Präsentiert von den 100% elektrischen Renault ZE9.